In diesem Tutorial wollen wir uns die Problematik ansehen und zugleich Ihnen eine schnelle Lösung bieten, wie Sie bei einem Datenimport von logischen Feldern vorgehen. So, zuallererst mal, Sie können natürlich in Wabi Profi 3 einen Artikeldatenimport, Kunden, Lieferanten, Warengruppenimport durchführen. So viel mal dazu. Wenn wir uns den Artikelstamm einfach mal nehmen, gibt es eine Spalte im Artikelstamm, die sich Lagerführung nennt. LF, Lagerführung, ist ein logischer Wert. Dieser logische Wert wird als True oder als False erwartet. Und zwar, ich mache das jetzt einfach mal, ich habe hier einfach mal schon was vorbereitet. Er sagt hier, meine Spalte LF im Artikelstamm ist gleich der Wert Punkt T. Punkt steht für True, Punkt F. Punkt steht für False, also ja oder nein. So, Wabi Profi 3 erwartet von der Quelldatei, das heißt von unserer Excel-Datei zum Beispiel, einen logischen Wert. Die Excel-Datei kennt diesen logischen Wert nicht ganz so, denn das ist in Excel, oder das heißt, wenn wir es konvertieren, ist es ein Character-Feld. Was müssen wir machen? Nehmen wir einfach mal die Spalte, um bei einem simplen Beispiel zu bleiben. Wir nehmen mal die Spalte M und sagen, wenn dort X drin steht, dann soll Ja ankommen, und wenn Y drin steht oder es leer ist, soll Nein ankommen. Und das können wir in Wabi Profi 3 nun uns zusammenbasteln. Was wir nicht tun können, wir können nicht tun, dass wir sagen, meine Spalte in der Wabi-Datei, also Kundenstamm, Artikelstamm, Lieferanten, Warengruppen oder was auch immer, meine Spalte in diesem Beispiel, die Lagerführung LF, ist gleich. Und jetzt könnten Sie sagen, ja, dann mache ich hier einfach, sage ich ihm, okay, das ist, machen wir das größer, dann sagen wir so, das ist Quelldatei.m. Na, und damit ist alles erledigt. Ist es eben nicht. Selbst wenn in m.t. drin steht oder true, ist es immer noch ein Character-Feld. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen eine Formel erstellen. Und zwar können wir das relativ einfach machen. So, wir sagen do case, also baue eine Verschachtelung. Dann sagen wir, falls unsere Zeile, und dazu verwenden wir eine Funktion alltrim, die führende und endende Leerzeichen abschneidet, unsere Spalte M in unserer Quelldatei, das heißt in unserer Datei, die wir importieren wollen, ne, falls da ist gleich ein X ankommt, also Gänsefüßchen X, dann sagen wir hier, na, was sagen wir hier? Na, der will jetzt nicht. Machen wir es halt so. So, dann kann ich jetzt sagen, okay, da kann ich eine direkte Zuweisung machen. Ich sage, okay, falls ein X ankommt, dann soll er Ja eintragen. Und das Gleiche kopiere ich mir jetzt, dass ich ihm sage, okay, falls ein, zum Beispiel ein Y ankommt, soll hier Nein ankommen. Wichtig, jede Verschachtelung, die geöffnet wird, sei es jetzt mit Case oder mit If, muss natürlich wieder geschlossen werden. In unserem Beispiel haben wir einen Do-Case oder einen Switch, müssten wir auch schließen. Also, wir haben einen Do-Case, fange an, dann prüfe die einzelnen Einträge hier mit Case, Bedingung, und zum unten sagen wir End-Case. So, schließe die Bedingung wieder. Jetzt ist das Ganze in sich ein geschlossenes System und Wabi Profi 3 weiß, aha, ich muss jetzt halt nachschauen, was in der Spalte M drin steht. Und wenn Sie sagen, okay, wenn da jetzt in der Quelldatei M gar nichts drin steht, dann könnten wir sagen, ansonsten, otherwise, und dann sagen wir hier, m.lf ist gleich false, so zum Beispiel. Genauso könnten Sie es natürlich sagen, wenn Sie sagen, in meiner Quelldatei M steht zum Beispiel true drin, so hier, true, ja, dann ist es natürlich ein String, also das heißt ein Zeichenfeld, das wir dann sagen müssen, das prüfen wir ab, was steht in diesem String drin, und dann sagen wir ihm hier letztendlich, was er dann tun soll. Genauso könnten wir sagen, hier natürlich false, dann sagt er, okay, falls hier false drin steht, mache ich ein logisches false,
Weil false steht ja hier als Name drin und ebenfalls hier true als Name. Ja, das ist der kleine Helfertrick, wie Sie sich beim Importieren von logischen Feldern mit einer ganz, ganz einfachen Do-Case- und End-Case-Abfrage oder Verschachtelung beim Import helfen können.